Hallo bei Supportnet News, mein Name ist Jakob und heute geht es mal wieder um Browserspiele. Da habe ich eine schöne Seite gefunden, die nennt sich Physics Games. Die richtet sich an kleine und junggebliebene und anhand einer ganzen Reihe von Flash Games werden hier die Gesetze der Physik häufig erklärt. Zum Teil sind das auch Nachbauten von bekannteren Spielen. Das verspricht viele, viele Stunden Spielspaß, beziehungsweise auch verdattelte Nachmittage. Ich suche mir heute mal ein Spiel hier zum Beispiel namens Red Ball aus. Das braucht einen Moment, um zu laden. Der Ladevorgang wird hier angezeigt mit Hilfe der verschiedenen Farben, die zu so einem Spielchen auch dazugehören. Und jetzt geht's los. Hier gibt es also einen roten Ball, der seinen Weg durch die Welt finden will, aber plötzlich wird ihm hier also die Krone weggeweht. Jetzt muss er seine Krone suchen und dabei sollen wir ihm wohl helfen. Und zwar wird dieses Spiel einfach mit Hilfe der Richtungstasten gesteuert und es geht darum, den roten Ball zum Ziel zu bringen, ohne dass er zerplatzt oder sonst irgendwo zu Schaden kommt. Wie ihr seht, hilft mir hier zum Beispiel der Windstrom, das Hindernis zu überwinden und natürlich sollte möglichst ach, ich muss also alle Kronen einsammeln. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht auf Anhieb. Aber jetzt sollte doch das Ziel erreicht sein. Tatsächlich. So, jetzt, wie komme ich denn hier weiter? Da werde ich mir mal eine kleine Sprungschanze basteln. Dann schaffe ich das vielleicht auch, das Hindernis zu überwinden. Na? Geht das mit gutem Timing oder habe ich mich hier festgespielt? Na, gerade noch geschafft. So, da denke ich, ach. Ups, und da ging es daneben. Ich darf aber von der gleichen Stelle weiter spielen, dann unternehme ich doch noch mal einen zweiten Versuch. Ihr könnt unter Umständen die Musik gleich nicht hören, da wir die das ist immer so ein bisschen kitzelig. Ja, wie gesagt, es ist gar nicht so einfach und dann kann man natürlich in das Menü zurückgehen, beziehungsweise auch auf die Startseite. Ich werde noch mal ein zweites Spiel kurz anspielen. Nehmen wir doch mal. Das sieht ganz spannend aus hier mit Bridgecraft. Da geht es also um den Klassiker Brücken bauen. Wie gesagt, also in vielen dieser Spiele werden physikalische Grundphänomene erklärt. Man sollte aber, wenn da die Kinder spielen, ruhig mal mitmachen, da die Spiele grundsätzlich auf Englisch gehalten sind und unter Umständen halt ein bisschen Erklärung von der Erwachsenenseite am Anfang vonnöten ist. Dieses Spiel hier beispielsweise soll so ähnlich sein wie Bridgecraft. Ich spiele das mal vorsichtshalber gleich im einfachen Modus. Und da geht es also darum, jetzt Brücken zu bauen. Und dann mit, also damit einem Budget auszukommen. Die werden einfach hier mit der Maustaste gezogen. Und sobald ich auf Start drücke, läuft also meine Figur los und probiert mal aus, ob die Brücke auch alles aushält. Das hat in diesem Fall gut geklappt. Wunderbar. Jetzt steht hier schon die nächste Brücke an. Und da würde ich doch mal denken, dass ich auch mit einem Seil vielleicht hantieren kann.
Ja, das hat ja ganz gut geklappt. So, dann hoffe ich mal, dass ich da irgendwie durchkomme. Ach nein, das war so nur um die Brücke abzusichern. Das bedeutet ja, ich muss die Brücke tatsächlich nochmal verlängern. Ich hoffe mal, dass da mein Budget reicht. Ich möchte die auch lieber nochmal absichern, dass die mir nicht runterfällt. So. Wie gesagt, also bei längeren Brückenkonstruktionen muss man unter Umständen hier auch noch Stahl mit dazu benutzen. Und so weiter und so weiter. Geht das auf Physik Games? Insgesamt sind da Spiele versammelt für mehrere Nachmittage. Einfach darauf achten, dass der Browser flashfähig ist. Und gerade wenn halt kleinere Kinder da die Physik erklärt kriegen sollen, brauchen die vielleicht anfangs ein bisschen Erläuterungen, da die Erklärungen üblicherweise in Englisch gehalten sind. Macht viel Spaß, man kann hier ruckzuck seine Zeit verdaddeln. Bis zum nächsten Mal bei SupportNet Surft.